Die Hoffnungen der Mannheimer ruhen einmal mehr auf Dominik Martinovic, er ja der Siegtorschütze unter der Woche beim 1:0 in Lübeck. Den etwas frischeren Eindruck zu Beginn macht Uerdingen in Blau-Rot. Fehler Mannheim, Fridolin Wagner, 3 Minuten sind gerade erst gespielt. Die Anfangsphase gehört klar den Krefeldern, Mannheim kann bislang kaum eigene Akzente setzen. Das ist Dorda und das ist gefährlich. Der Schuss noch abgefälscht von Gohlke, schon der zweite Uerdinger Ball, der nur knapp das Mannheimer Tor verfehlt. Der SV Waldhof wirkt noch etwas müde, nach vorne geht nicht viel, Torschüsse verbucht bislang nur der KFC Uerdingen. Schöne Aktion von Mörschel, Königsmann geht auf Nummer sicher. Das Positive aus Sicht von Waldhof-Trainer Patrick Löckner, es ist nichts Wildes passiert, weiter 0:0. Mannheim bringt aber kaum was Zwingendes in der Offensive zustande und hinten passt die Abstimmung noch nicht optimal. Mörschel kann den Ball in Rücklage nicht richtig verarbeiten, bekommt von Segert und Gohlke aber viel zu viel Platz. Seinen Platz freimachen wird Uerdingens Präsident und Geldgeber Ponomarev. Er hat seinen Rücktritt angekündigt, die Zukunft des Vereins ungewiss. Trotz aller Turbulenzen im Umfeld macht der KFC Uerdingen hier ein richtig gutes Spiel. Nur die Chancenverwertung passt noch nicht ganz. Erneut der starke und sehr aktive Heinz Mörschel. 5 Minuten noch bis zur Pause und siehe da, Mannheim im Angriff. Guaida, Martinovic und dann tropft der Ball hinten rein. 0:1. Er braucht nur wenige Szenen und ist dann so wichtig für die Mannheimer Dominik Martinovic. Wir schauen auf die Entstehung. Die Flanke von Guaida kommt mit sehr viel Gefühl. Und ist Martinovic überhaupt dran am Ball? Die nächste Einstellung zeigt, nein, war er nicht. Martinovic berührt den Ball nicht. Und somit geht das Tor auf das Konto des Flankengebers, Mohamed Guaida. Uerdingen macht das Spiel, Mannheim macht das Tor. Die Gäste führen zur Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte sieht Mannheims Kostli seine 5. Gelbe und fehlt damit am Mittwoch in Halle. Für die nächste Torchance ist er hier verantwortlich. Arianet Ferrati, strammes Ding, da fehlt nicht viel. Gute Aktion von ihm. Aber auch der Tabellenelfte aus Krefeld bleibt gefährlich. Leichtfertiger Ballverlust von Donkor. Und dann spielt es Uerdingen gut aus. Kolja Pusch, schöner Schuss, aber auch schöne Parade von Königsmann, der zu Jahresbeginn Jan-Christoph Bartels als Stammkeeper abgelöst hat. Eine gute Stunde ist dann rum, das Spiel trotz der Mannheimer Führung komplett offen, vor allem weil Uerdingen weiter Druck macht. Sehr schöne Kombination, Königsmann ist dran, Mörschel drückt ihn rein, 1:1. 4. Saisontor von Heinz Mörschel und mit Sicherheit nicht das komplizierteste. Vorausgegangen dieser sehenswerte Angriff. Königsmann pariert noch stark gegen Feigenspahn. Gegen Mörschel ist er dann aber machtlos. Und es kommt noch bitterer für die Mannheimer, denn kurz danach liegt Arianet Ferrati mit großen Schmerzen auf dem Boden, kommt nach einem Kopfballduell ganz unglücklich auf und verletzt sich wohl am Sprunggelenk. Boyamba kommt für ihn in die Partie. 1:1 der Spielstand, rund 10 Minuten noch. Marcel Kostli, gar nicht so ungefährlich, ob gewollt oder nicht, es ist die erste Torannäherung der Mannheimer nach längerer Angriffspause. Kann der SV Waldhof den 2. Sieg innerhalb weniger Tage feiern? Freistoß Guaida. Und auf einmal ergibt sich die große Möglichkeit für Hofrath. Der gebürtige Düsseldorfer hat in seiner Heimatstadt das Siegtor auf dem Fuß, ist aber wohl etwas zu überrascht. Und so bleibt es beim 1:1. Mannheim erarbeitet sich einen Auswärtspunkt gegen phasenweise richtig starke Uerdinger.